Ein Mann, eine Stimme, eine Geschichte. Reverend John Lee Hooker Jr. Zweimal war er für den Grammy nominiert und viele Jahre drogenabhängig, bis sein Leben eine unglaubliche Wende nahm. Nach mehr als 20 Jahren im Gefängnis hat er Theologie studiert, lebt jetzt in Deutschland und tourt durch die Welt, um den Gospel zu den Menschen zu bringen. Reverend John Lee Hooker Jr. Und wenn einer, der die großen Bühnen genauso gut kennt wie die Gefängniszellen Amerikas, von seinem Leben singt und erzählt, dann vibriert der Saal oder die Kirche oder das Gefängnis. Hello, my name is Reverend John Lee Hooker Jr. and I stand before you humbled and blessed by the Lord Jesus Christ to be living here in Germany. And I want to know, are you pressing to see Jesus? To see Jesus. Are you pressing? Pressing. See the King. To see the King. If you're not pressing your way to see the King of Kings, you better start pressing soon. Listen. You might feel like Jonah did down in the belly of the whale, and your life is sinking down to the sea. Just remember, we can do all things through Christ Jesus. We have the victory. Hey, hey, don't give up. I am here as a model, as a beacon of hope to those who have been down the road of drug addiction and prison and violence and homelessness. I guarantee you that if you look to Jesus Christ, He can set you free. Gospelmusik vom Feinsten und eine Lebensgeschichte wie ein Roman. Ob als Solist mit Piano, großer Band oder in Zusammenarbeit mit Chören vor Ort. Reverend John Lee Hooker Jr. bewegt. Ein echtes Erlebnis. Jesus. Let him have his way.